Großer Andrang vor dem Casablanca in Oldenburg. Anlass hierfür war die Vorpremiere des Tatorts Die Feigheit des Löwen, der zum Teil in Oldenburg gedreht wurde. Auch der neue Oberbürgermeister Jürgen Krugmann ließ es sich nicht nehmen, die Prominenz persönlich zu empfangen. Selbst ein gestandener Schauspieler ließ ein bisschen Nervosität durchblicken. Schließlich gibt es hier direktes Feedback von den Fans. Das ist das Schöne daran. Also ich bin jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, auch müde. Ich habe den ganzen Tag schon gedreht in Hamburg für den nächsten Tatort. Aber freue mich natürlich, wenn auch das immer voll ist und viele Leute da auch hinwollen. Und viele werden die Möglichkeit wahrscheinlich gehabt, noch viel mehr Säle voll zu kriegen. Das ist das Tolle, dass der Tatort eben die Leute auch aus dem Sessel reißt und nicht nur in den Sessel drückt am Sonntagabend. Und das sehen wir natürlich gerne. Und auf die direkte Reaktion, gerade an dem Ort, wo wir gedreht haben, das ist immer spannend. Spannend für die Kinobesucher war vor allem den Tatort mal zusammen mit den Darstellern und dem Regisseur zu schauen. Also es ist ja fast wie auf dem Sofa, die Getränke sind da und ich denke, der Krimi wird auch interessant sein, der Tatort. Und ich denke, wir haben den über ein Gewinnspiel gewonnen heute. Und das ist für mich heute ein besonderer Tag, insofern freue ich mich auf diesen Kinoabend, ja. Weil ich bei den Dreharbeiten halt dabei war und jetzt zu sehen, wie das fertige Produkt aussieht, man hat ja gesehen, wie es gedreht wurde, ist dann halt interessant, was sie daraus gemacht haben. Da möchte ich eine Unterschrift noch von haben. Einige Fans erinnern sich also noch genau an die Dreharbeiten in ihrer Heimatstadt. Doch was ist dem TV-Kommissar von Oldenburg im Gedächtnis geblieben? Die Orte merke ich mir nie. Ne? Ich fahr dahin, lerne meinen Text und spreche dort meinen Text. An den Landtag kann ich mich erinnern, da war auch schönes Wetter, da waren auch viele Zuschauer, weil es so herrlich sonnig war. Daran kann ich mich erinnern und ich habe am Pferdemarkt gewohnt, da kann ich mich auch daran erinnern. Na, immerhin. Doch warum sollten Krimi-Fans diesen Tatort auf keinen Fall verpassen? Abgesehen davon, dass er in Oldenburg gedreht wurde. Weil er eben Dinge zeigt, glaube ich, die man so im Tatort nicht gesehen hat, gerade zwischen den beiden Ermittlern, um das mal so zu sagen. Und eben auch, weil es einem so ein aktueller Fall ist, also die Syrien-Problematik. Ich finde es wichtig zu zeigen, dass hinter jedem Flüchtlingsdrama, was wir aus dem Medienkrieg mitkriegen, hinter jedem Konflikt immer Schicksale sind, persönliche, menschliche Schicksale. Und das zeigt eins dieser Schicksale. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, der Tatort Die Feigheit des Löwen läuft am 30.11. im Ersten.